Im heutigen Marktgeflüster, dem letzten dieser Woche, vertrete ich die These, dass die Wall Street immer noch viel zu teuer ist und dass sich das wahrscheinlich auch ändern wird. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was vielleicht jetzt entscheidend, was wichtig ist. Wir hatten ja in den letzten 3 Tagen eine Monster-Rally. 21% ging es für den Dow Jones von seinem Tief wieder nach oben. Allerdings waren wir natürlich auch 37% gefallen zuvor. Da sprechen die einen oder anderen Amerikaner schon von einem Bullenmarkt. Und ja, qua Definition ist es ja so, wenn ein Markt 20% mindestens steigt, dann kann man von einem Bullenmarkt sprechen. Aber die Amerikaner, die US-Aktien sind zu teuer. Und das sehen wir hier an dieser Grafik von Jerome Blockland, der ganz klar zeigte, dass wir jetzt pro Aktie im S&P 500, der enthält ja 500 Aktien, pro Aktie sozusagen nur 15% abgezogen haben von den vorherigen Erwartungen des Gewinns pro Aktie. Also nehmen wir mal an, man hätte $100 Gewinn pro Aktie erwartet, dann erwartet man jetzt $85 pro Aktie. Das ist nicht wirklich viel, vor allem Gewinn pro Aktie angesichts einer Situation, wo im Prinzip der Shutdown ja fast schon global ist. Schauen wir uns mal jetzt diese wilden Bewegungen an. Wir haben den größten 3-Tages-Schwankungsbreite seit dem Jahr 1931. Aber wenn Sie da mal hinschauen, sehen Sie eben auch, dass nach diesen Peaks nach oben, wo es so steil nach oben ging, ist dann eben auch 31 zum Beispiel wieder auch deutlich nach unten ging. Das wäre also nicht ungewöhnlich. Heute natürlich ein Gamechanger ein Stück weit. Die asiatischen Märkte waren schon negativ, aber dann die Meldung, dass Boris Johnson das Coronavirus hat. Das war ein ziemlicher Schocker. Ein Schocker ist auch, was derzeit in New York passiert. Da sind nämlich die medizinischen Notrufe höher jetzt schon gewesen am Dienstag, am Mittwoch und gestern am Donnerstag und wahrscheinlich auch heute als am 11. September 2001 nach diesem Anschlag. Deswegen spricht man in New York schon von Ground Zero, der jetzt sozusagen überhaupt und generell der Fall sei. Und Ground Zero auch deswegen, weil natürlich die Amerikaner jetzt die Tests sehr stark nach oben fahren. Wir sehen jetzt 146.000 Tests hat man, Coronavirus-Tests. Stand gestern Abend oder gestern Mitternacht. Am Tag davor, also dann am Mittwoch, waren es nur 74.000. Man verdoppelt also um und bei seine Kapazitäten. Jetzt ist die Frage, wer leidet eigentlich unter diesem Shutdown? Was passiert da? Und wir sehen, dass vor allem die Jungen leiden, wie Sie an dieser Grafik hier sehen, nämlich die 18- bis 29-Jährigen. Insgesamt sagen ein Drittel der Amerikaner, dass entweder sie selbst betroffen sind durch einen Jobverlust oder weniger Geld verdienen oder in ihrem Haushalt jemand weniger Geld verdient, ein Drittel. Und davon sagen, dass 46% der befragten Amerikaner im Alter zwischen 18 und 29 Jahren, das ist auffällig, es trifft also die Jungen, klar, die sind noch nicht so lange im Job, die sitzen noch nicht so fest im Sattel, die Älteren, die trifft es da deutlich weniger. Und was auffällt, ist auch, dass es die Hispanics am stärksten trifft, nämlich 29% sagen das aller Hispanics, das ist der Höchstwert, deutlich über den Blacks, die 22 und den Weißen, die 17% ausmachen. Also das Coronavirus schürt da eine gewisse soziale Imbalance, wie man sagt. Aber Donald Trump will ja jetzt bald wieder diese ganze Geschichte rückgängig machen, den Lockdown möglichst schnell wieder aufheben. Sind die Amerikaner dafür? Sagen die, ja, das ist richtig. Nein, das tun sie nicht. Wir sehen hier, dass 81% der Voter, also der Wahlberechtigten, nach einer Umfrage, die gestern Abend abgeschlossen wurde, sagen, es ist richtig, die Dinge schließen zu lassen, weiter geschlossen zu halten, auch wenn das massive Schäden hervorruft, denn die Schäden durch Coronavirus könnten größer sein. Nur 8% sind dagegen, 10% sagen, weiß ich nicht. Und auffallend ist, dass die Jungen da eigentlich eher Trumps Auffassung sind, nämlich nur 73%, der geringste Wert der Altersgruppe oder aller Altersgruppen, also diejenigen zwischen 18 und 29, da sagen nur 73%, ja, ist gut, besser zugesperrt lassen, als jetzt zu früh wieder aufzumachen. Das ist also der geringste Wert, die geringste Zustimmung bei den Jungen. Die Älteren sind da klarer deutlich dafür. Und das macht natürlich vielleicht auch Sinn, wenn man sich die neuen Horrorzahlen aus Italien anschaut. Wir haben jetzt 9.134 Tote in Italien, heute auch wieder der größte Anstieg der Fälle, insgesamt jetzt fast 86.500. Wir haben eine Todesrate von über 10%, alleine heute 914 neue Tote, ähnlich auch in Spanien die Situation und auch woanders, nämlich in Japan, da denkt man langsam um. Hier ein Videobild von Rüdiger Born, der für Finanzmarktwelt ja den Trade des Tages macht, immer wieder aus Tokio auch direkt berichtet, wo er ja lebt. Der hat mal sein Handy mitgenommen und in einem
Supermarkt der Innenstadt in Tokio folgende Aufnahme gemacht. Leere Regale. Er selbst wohnt so ein bisschen in den Outskirts, so ein bisschen im Außenbereich von Tokio. Da meint er, sei die Versorgungslage noch deutlich besser. Insgesamt, um jetzt nochmal die Brücke zu diesem Stimuluspaket zu schlagen, der USA wird jetzt 9,3% des BIPs, des US-BIPs in diesen Stimulus, in dieses Stimulus-Bill reingegeben. Zur Finanzkrise im Jahr 2009 waren es nur 5,5%. Also wir haben fast doppelt so viel, was da passiert. Und insgesamt ist Steve Mnuchin, der Finanzminister, offenkundig die entscheidende Figur. Der entscheidet nämlich, wer was bekommt teilweise oder kann das sehr stark dirigieren. Und dieser Steve Mnuchin hat heute gesagt, ja, durchaus vorstellbar, dass das BIP des Ende des Jahres 2020 dann insgesamt um 5% gewachsen sei. Etwas merkwürdige Aussage findet auch Katie Martin, die sagt, das Zeug, was der genommen hat, das hätte ich auch gerne. Das beamt einen scheinbar in leicht andere Sphären. Wie auch immer, insgesamt scheint nun eine Tendenz zu sein, dadurch, dass die Fed eigentlich gar keine Unternehmensanleihen kaufen darf, dass es eine Verschmelzung oder viele Dinge eigentlich gar nicht so wirklich darf, die man jetzt beschlossen hat, dass es eine Verschmelzung gibt zwischen dem Finanzministerium in den USA und der Fed. Mithin ist also letztendlich der Herr, den Sie hier kennen mit dem blonden Look, dass der möglicherweise eigentlich schon der heimliche Fed-Chef ist, weil letztlich eine Verschmelzung zwischen Fed und den offiziellen Behörden in den USA stattfindet. Noch ein paar Bemerkungen. Wir sehen massive Spikes, massive weiter Aufschläge von Risikoprämien, vor allem bei Junkbonds, also hochrentierlichen, hochriskanten Anleihen. Da geht es massiv nach oben. Aber wir haben auch eine Steigerung bei Investment-Grade-Bonds. Die sind durchaus auch auffällig. Insgesamt hagelt es jetzt Abstufungen derzeit. Und vielleicht noch ein Blick international. China ist ja der Auffassung gewesen, man sei jetzt da über dem Berg, wird alles wieder gut, hat aber jetzt plötzlich beschlossen, alle Kinos, die man Stück für Stück wieder aufgemacht hatte, jetzt wieder zu schließen, denn man fürchtet die Wiederausbreitung des Coronavirus. Das wäre natürlich der Worst Case. Wie auch immer, schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren, von Capital.com. Diesmal erstaunlicherweise, da sehen wir den Dow Jones zunächst mal, 21.875 Punkte. Kommen also ein bisschen zurück, haben so im Bereich 22.500 ein paar zerquetschten einen Doppeltop gebildet. Da müsste der DAX, der Dow Jones drüber. Was wir hier jetzt sehen, ist der DAX 9.635 Punkte. Und der DAX ist im Gegensatz zur Wall Street eben deutlich, deutlich günstiger. Der hatte kürzlich sogar auf dem Niveau seines Buchwerts gehandelt. Also Anteil Eigenkapital in Relation zu Aktie. Man kauft also sehr, sehr günstig derzeit den DAX und kauft nach wie vor sehr, sehr teuer die Wall Street, die US-Aktienmärkte. Wir sehen, Euro-Dollar ist jetzt bei 1,1094. Wir sehen Gold, das nicht wirklich steigen kann heute, 1616. Und das amerikanische Crude Oil, das ist aktuell bei 22,74 $. Wäre gut für die Aktienmärkte, wenn Öl sich mal erholen wird. Solange Öl irgendwie da rumkrebst, wird es auch für die Aktienmärkte schwierig. Also, das ist die Lage. Der DAX ist viel günstiger, die Amis sind viel zu teuer. Die Fallhöhe der Amis ist viel, viel größer, denn die Bewertungsniveaus, die Luft, die da eingepreist ist, wie auch die Verschuldung der Unternehmen ist viel, viel höher. Aber wem sage ich's? Wir hoffen, dass dieses Wochenende einigermaßen gut verläuft, dass Sie gesund bleiben, hoffe ich am allermeisten. Und wünsche jetzt ein friedliches und schönes Wochenende zu Hause. Bis dann. Servus und ciao.